Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge. Wir haben den Arena-Leiter Jens erfolgreich besiegt, worüber ich auch sehr froh bin. Es war ein guter Kampf, er war nicht so einfach. Und was soll ich sagen, am Ende hat uns ja doch Johnny den Arsch gerettet. Johnny, mit dem ich jetzt nur am wenigsten gerechnet habe. Ich habe eigentlich voll auf Kyoto oder auf Mani, also ja doch auf Kyoto oder auf Manicranny gesetzt. Aber dem war nicht so. Was ich euch gestehen wollte, ich habe ein kleines Problem. Ich bin abhängig von diesen Spielen der Spielerhalle. Also hier dieses Volt-Tackle. Mit dem Elektroball oder Volto, nee, Voltoball war es. Mit diesem Minispiel da. Bin ich auf der richtigen Schnee, hä? Oh, ein Item. Oh, Dunkelklaue. Und ich habe da schon unheimlich viele Münzen erspielt. Jetzt auch schon so viele, dass ich uns ein Tratini für die Stadt Ducatia City besorgen könnte. Jetzt überlege ich, ob ich mir ein Tratini hole, weil Tratini ist echt geil. Gerade von der Nuzlocke Challenge. Ich spiele mit dem Gedanken und ich denke mal, ich werde es auch machen. Naja, mal sehen. Oh, das tut mir aber jetzt wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Ich rede nicht so, als ob es mir leid tut, aber egal, so ist es nun mal. Bist du auch nicht verletzt? Hier, nehmen wir es als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. Oh, wir werden hier mit VMs förmlich überschüttet. Ist das Fliegen? Nein, Stärke. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir Stärke einsetzen können. Mit den, ich weiß gar nicht, mit welchem Arena, ab welchen Arena-Orten man stärker außerhalb vom Kampf einsetzen kann. Wir können es ja mal herausfinden, indem wir einfach mal einen unserer kleinen Freunde stärker beibringen. Da ist es. Einsetzen. Eine VM wurde aktiviert. Ja, bitte. Okay. Welche Arme sauber? Das ist ein. Hi, Simon. Ja. Simon wird es wohl werden. So, Finale, bitte weg. Ich habe Angst. Ich will nicht, dass irgendwas Schlimmes auch mal passiert und wir wieder ein schönes kleines Tanzer verlieren. Das war ziemlich ungeil. Und da können wir gleich nochmal in den Turm gucken, weil da waren ja ein paar Felsen, die man bewegen konnte. Und na, mal sehen. Und vielleicht hole ich auch Tratini dann. So ein Tratini wäre schon geil. So ein Dragoran im Team, gerade in der Nuzlocke Challenge. Das, wow, ne? Das wäre schon cool. Wir können alternativ auch Rettern oder Abra nehmen. Abra wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich so drüber nachdenke. So ein Simsala. Aber ich glaube, ich tendiere dann doch eher zu Dragoran. Was einfach exklusiver ist. Ich bin da ja so voll Bam. Ihr wisst schon, Bam halt. So, mal gucken, ob das klappt. Ich muss gerade überlegen. Ja, das ist unsere... Ja, es geht sogar. Los, Simon. Sehr gut. Und nun? Ein mildes Pokémon kommt. Ach, hier gibt es wirklich schon Radfratz, Zubat und Smogon. Smogon hätte ich vielleicht wirklich gerne gehabt. Zubat ist eigentlich auch ganz cool. Man sagt immer so, Zubat, aber so ein X-Bat im Team hat eigentlich auch was. Das ist eigentlich auch ganz knackig. Naja, vielleicht kicken wir ja noch einen Zubat und ich rede gerade total viel. Es tut mir leid, es ist halt ein Let's Play. Gut, mal schauen, was hier noch so ist. Oh, wir finden gerade ziemlich viele TMs. Das Problem ist aber in den alten Generationen, ich finde, das ist eine der besten Neuerungen, die sie hätten machen können. Oh, man kann hier so lang. Dass sich TMs nicht mehr verbrauchen, dass man sie mehrfach einsetzen kann. Das ist halt gerade auch besonders bei Nuzlocke Challenge, ist halt eben praktisch. Weil du hast so eine übelst geile TM, gibst sie in den Pokémon und es wird besiegt. Dann ist somit auch die TM weg. Und du denkst dir so, ja, bitte. Oh, Armstrong, setz den Zertrümmerer ein. Was bringt das eigentlich jetzt hier, was ich gerade tue? Ja, kleinen VM-Sklaven ihr. Und jetzt, und nun? Finde da komisch, ja. Super. Wie komme ich denn da? Ich schaff's doch nicht so ganz jetzt. Warte mal, das war Verhöhner. Oh, ich bin so blöd. Ja, ich renne noch Zimmer hin und her, damit möglichst viele wilde Pokémon kommen. Gut,
Ich guck nochmal oben, ob man dann noch irgendwo Trümmer oder so einsetzen kann, weil da war ja auch noch hier so ein Feuerspucker und den muss man ja auch noch irgendwie rankommen, oder? Ich weiß gerade nicht, wie das funktionieren soll. Ich bin gerade ehrlich gesagt etwas überfragt. Und wenn da nicht andere und immer wieder Pokémon kommen würden, könnte man vielleicht auch mal in Ruhe nachschauen, aber nö, die nerven mich gerade. Die haben gerade mehr Bock da drauf, irgendwie scheiße zu sein. Na gut, komm, das muss gut sein. Ist mir zu blöd hier. So. Jedenfalls können wir jetzt Felsen verschieben, surfen, alles, was das Herz begehrt. Ja, zertrümmern und Sachen zu schneiden. Fliegen. Fliegen wäre noch eine schöne Sache. Was gibt's denn noch für eine VM? Whirlpool? Gibt's die jetzt auch hier? Ja, doof. Whirlpool ist eine doofe VM. Wir nehmen mal den Tunnel. Kesselberg. Oh, oh, oh. Neues Gebiet, Leute. Neues Gebiet. Leute, es geht los. Oh! Das ist ja mal nice. Ja. Ja. Mal hallo? Das ist ja mal was Cooles. Übrigens. Oh, ich dachte schon, ich besiege den jetzt. Oh, meine Güte, ey. Leute, mir fällt übrigens auch gerade ein, jetzt wo wir Surfer haben, können wir auch versuchen, ein NATO zu fangen. Klingt das nicht geil? Ja, ich weiß, das klingt geil. Das muss ich ganz kurz überlegen. Bälle. Wir probieren mal mit Superballs zu fangen. Man muss ja nicht gleich mit den Super-Duper-Hyper-Premium-Hyperbällen kommen. Ja, sie seht ihr, hat auch schon gereicht. Jetzt hätte ich eigentlich mal Hollow Arms Strong nennen können. Na, verdammt. Okay. Da es vor Kraft strotzt, hebt es zum Zeitvertreib. Genau. Da es vor Kraft strotzt, hebt es zum Zeitvertreib Felsen. Dadurch gewinnt es an zusätzlicher Stärke. Ja. Wir nennen ihn. Spice. Kennt ihr dieses Spice-Shampoo mit dieser bescheuerten Werbung mit diesem einen Schauspieler, der eine Glatze hat? Muss ich gerade dran denken, sorry. Wir nennen ihn Spice. Gut. Wir hätten auch Spike nennen können, wäre eigentlich auch cool gewesen. Egal, wir sind jetzt im Kesselberg und haben unser geiles Gebiets-Pokémon. Ich bin sehr zufrieden. Wenn wir jetzt noch ein NATO kriegen, dann ist alles perfekt. NATO wäre wirklich gut. Also, so ein Psycho-Flug-Pokémon hat schon was. Und dann noch ein Dratini? Mensch, Leute, da haben wir ja wirklich gute Pokémon auf der Bank vor allem, ne? Also, Mensch. Da kann man ruhig immer wegsterben. Nee, ist nicht Spaß. Ich will schon, dass wir unser Team behalten. Aber dann haben wir auch mal jetzt Sonnenkern. Ist jetzt, wie gesagt, zum Beispiel jetzt nicht sehr bekannt dafür, dass es ein besonders starkes Pokémon ist. Ups, ich hab also gerade den Tor von meinem DS angemacht. Und auch Hoppeluff ist jetzt nicht eins der stärksten, sofern es am Anfang, glaube ich, noch Platschau kann. Yay. Und übrigens, sorry Leute, ich würde liebend gerne uns mit ein paar, wie heißt es nochmal, Schutz verwöhnen. Leider bin ich ja oft dauerhaft knapp bei Kasse. Ich weiß selber gar nicht so genau, wieso. Weil ich bin jetzt sicher, dass ich übermäßig oft Heil-Items oder Pokébälle kaufe. Aber nun gut. Ist jetzt nun mal so, wir haben halt eben oft nicht sehr viel Geld. Und ich lasse auch keinen Trainer aus. Also ich gehe auch trotzdem alle durch. Ich verstehe es nicht so ganz. Wir müssen auf jeden Fall, ja, ein bisschen Backtracking machen. Weil wir haben auch im Fleckmonpro noch nichts geholt. In den Alfruin noch nichts. Das wird doch lustig. NATO. Und vielleicht kriegt mir ein Fleckmon-Pron sogar ein Fleckmon. Das war auch nice. Ja, man merkt, ich mag Psycho-Pokémon ganz gern. Warte mal, komme ich hier wieder raus? Oh, der will bestimmt kämpfen. So, ich guck mal ganz kurz, wo ich hier. Ach, hier geht's nicht raus. Oh Gott, da verläuft man sich doch total. Kinnos! Oh, Kraxer gibt's hier auch, wie ich gerade sehe. Stimmt. Puh, na super.
welche arme Sau das wohl lernen wird. Armstrong. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein Psycho-Pokémon im Team. Na, mal gucken. Momentan brauchen wir es ja nicht. Ich könnte ja eigentlich relativ mal so Owei, Fleckmon und wenn wir dann ein Natu mal fangen sollten, ein Natu ins Team holen. Also schon drei Psycho-Pokémon im Team. Die halt jeweils alle drei als Zweit-Typ quasi Psycho haben, aber dennoch Psycho-Pokémon sind. Weil bei Pokémon ist es ja egal, ob es das als erst oder zweit Element hat. Macht keinen Unterschied. Gut, ich glaube, wir sind dann gleich durch, aber dennoch würde ich gerne hier alles erkunden. Deswegen gucke ich mal so ganz kurz raus. Ja. Hier kann man wieder einen Routen-Pokémon fangen. Sehr schön. Oh nein. What do you want? Hey! Das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseite. Oh Gott, wie redet er denn mit uns? Ist denn vielleicht mal voll toll? Ach du Kacke. Der Goro ist da. Na super, der Giga-Goro. So, und Manikani, bist du bereit, uns mal deinen, ich würde gerade sagen, uns deinen Surfer zu zeigen? Und im gleichen Moment klicke ich auf Aquaknache. Läuft bei mir schon mal ziemlich gut. Ja. Und, dann ist er jetzt Surfer machen können. Ich hatte das reich. Aber leider gibt es ja immer noch so kleine Schwankungen beim Damage-Zahlen. Aber ich habe jetzt voll drauf gewettet, dass es reicht. Egal. So. Wow, die XP sind echt gut. Nein, wir bleiben mal bei Nidorino. Bei Manikani. Oh, yeah. Und jetzt bitte, Surfer, zeig's uns, Manikani, los! Wenn das kein One-Hit wird, dann weiß ich's auch nicht. Oh, ja. Sehr gut. Gut. Aber Manikani hat, glaube ich, jetzt langsam mal inzwischen trainiert. Wir müssen, glaube ich, mal wieder jemand anderes an die Spitze stellen. Das war, glaube ich, eine gute Idee. Wir gucken mal. Wer hat es denn mal nötig? Ich glaube, ja, unser Simon muss hier mal das eine oder andere reißen. Du willst sicher wissen, wie es im Inneren des Kesselbergs aussieht, was? Besiege mich, dann verrate ich es dir. Und dann zeige ich dir einen richtigen Hasen, du kleines Mädchen. Oh mein Gott, okay, er hat, was hat er denn so, ein Dickter? Oh, Dickter sind schnell. Okay. K4Bs. What the fuck? Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, lol. Ja, läuft, ne? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, Simon, mach weiter so. Oh. Ich bin gespannt. Ja, okay. Es wäre zu krass gewesen, wenn das jetzt wiederkommt. Wow, Simon. Du bist schon so eine kleine Kanone. Und ich bin auch froh, dass es Käferbiss kann. Aber wisst ihr, was ich auch noch gerne im Team hätte? Ein Elektro-Pokémon. Das wäre cool. Westlich von Teak City gibt es Magnetilos. Ich weiß nicht, ob man sie auch nachts findet. Der Sturm war abends aufnehmen. Weil ich halt jetzt nicht so früh zu Hause bin. Ich bin dann zu Hause, dann esse ich, gehe mit meinem Hund eine Runde spazieren, mache dann noch was anderes, dann nehme ich meist erst auf. Da schaffe ich selten immer vor 18 Uhr. Es ist halt immer Wochenende, aber Wochenende ist halt eben auch nicht immer. Oh, Diktri, wir kämpfen weiter. Deswegen, ich weiß nicht, wie es nachts mit Magnetilos aussieht. Müssen wir mal sehen. Gut, Käferbiss. Ich finde, dass er immer noch ein paar gute Attacken lernen sollte. Jetzt, was er jetzt mit der Auswahl hat, ist nicht so pralle. Aber mal gucken. Na, der Damage sieht ja bisher ganz gut aus. Und Intensität sind immer relativ hohe Zahlen, aber sie machen, naja, kaum Schaden an Simon. Da lässt sich irgendwie nichts anmerken und macht einfach weiter sein Ding. Finde ich super von ihm. Echt. Simon ist not amused und auch nicht vor Gespeichen druckt. Er macht einfach sein Ding weiter. Sehr schön. Gut so. Alles klar, Diktri wurde besiegt und Simon bekommt fette Erfahrungspunkte, Mensch. Wow, ich hab verloren. Ich will auch nicht von dir wissen, wie es im Kesselberg aussieht. Geh einfach weg. Kommt dir gleich... Oh, Mahagonia City. Oh, sogar eine Arena ist hier. Du bist
bist du schon diesem Kerl mit dem schwarzen Mantel begegnet? Er meinte, von irgendwo in der Gegend ging ein seltsames Signal aus. Man trifft ihn immer irgendwo zwischen Maragoni City und dem See des Zorns. Wer er wohl ist? Fragezeichen. Ich weiß es nicht, junger Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns mal ganz kurz um, ja, Simon kümmern. Da braucht nämlich eine kleine Auszeit. Gut. Ich glaube, wir sollten nicht sein. Wir sollten, glaube ich, von Teak City eher mal in den Westen gehen. Aber ich dachte so voll, ja, YOLO, ich guck mal in den Osten. Und es geht. Ist das schon die letzte Arena? Nee, oder doch? Ich weiß es gerade gar nicht. Andenkenladen. Oh. Schick. Was gibt's denn hier so? Bibi, mein, du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das Piep, Piep, das bin ich nur. Ich war gerade dabei, mich ein wenig im Pfeifen zu üben. Das ist doch völlig egal. Willst du was kaufen? Okay, das hat man für seine Fans. Aha. Nein, danke. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich euch spoilern soll. Nein, ich spoilere euch mal nicht. Das Experiment war ein voller Erfolg. Kabardors sind echte Ladenhüter, aber gar, das will einfach jeder. Klingt nicht gut, was ihr hier macht. Na gut, da will man was andrehen. Und da oben geht's zum See des Zorns. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir fangen hier erstmal unser Gebiets-Pokémon. Ich bin gespannt, was es ist. Bam, bam, bam. Immer ein Habitat. Okay. Ein Habitat wird's also. Ich bin sehr angetan. Los. Okay. Und Superball los. Stille. 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 Gefangen. Sehr gut. Habitat wurde gefangen. Leute, ich glaube, das versteht nur ein einziger meiner Zuschauer, was ich jetzt tue. Es wird dann mit seinen kleinen Flügeln, um Insekten aus dem Gras zu scheuchen und zu verspeisen. Was ich jetzt tue, wird, glaube ich, nur einer meiner Zuschauer verstehen. Was? Aber den Friedhof überlassen? Wieso kommt ihr auf den Friedhof? Ihr sollt gar nicht auf den Friedhof kommen. Was soll denn... Was? Warum kommen meine Pokémon auf den Friedhof? Ja klar, sprangen wir sie erst und sie gehen direkt... Ach egal, kommt Leute, was soll das? Egal, ich mach das Ostqueen, ich hab jetzt keinen Bock da drauf. Mensch. Ach, meine Nase juckt immer so. Okay, wir werden noch ein ganz klein wenig den Kesselberg erkunden, würde ich mal sagen. Und was gibt's bei dir so Neues? Jetzt demonstriere ich deine Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Oh. Cool. Scheint die Hoffnung, dass es uns eine Angel gibt, aber dann halt nicht. Ein Baldorfisch. Los, Simon. Oh. War ich jetzt... Ach doch, ich war gerade verwundert, warum Simon Schaden hat. Aber na klar, hat ihm welche zugefügt. Ja, ich habe das Habitat A genannt. Okay, das wäre jetzt unfair, das anderen Leuten nicht zu sagen, warum ich das Habitat A genannt habe. Das... Wie war denn das? Ja, die Frage war von einem Zuschauer, hi, welches mein erstes Pokémon war. Und mein erstes Pokémon, welches ich selber eigenständig gefangen habe. Und mein erstes Pokémon, welches ich eigenständig gefangen habe, war ein Habitat. Und ich habe das Kind so durchgedrückt und ja... bin aus Versehen in die Spitznamenvergabe gekommen und ich wusste nicht, was ich machen sollte und wusste nicht, wie ich es nennen sollte, was das werden sollte. Und what the fuck? Alter Baldorfisch. Chill. Und bin dann irgendwie auf A gekommen und habe dem Habitat, dem ersten selbstständig gefangenen Pokémon von mir, den Namen A gegeben. Und hey, ja, ich bin voll der gute Trainer, ich weiß. Und deswegen haben wir uns da total in den Kommentaren unter meinem Video darüber zu Eier, dass es A heißt. Und der Zuschauer meinte dann so, ja, ich soll unbedingt mal ein Pokémon A nennen. Ein Habitat A nennen, falls ich mal eins habe. Und das habe ich jetzt hiermit getan. Ja, das ist irgendwie total traurig. Vielleicht benenne ich es auch irgendwann um, weil A nicht wirklich ein Spitzname ist. Aber es ist trotzdem ein... Vielleicht kommt es ja ins Team und es wird dann eine Art Running Gag. Mal gucken, was wir draus machen.
Ich lasse mich da etwas überraschen. Gut. Schau gerade. Ja, ich denke mal, ich kann die Folge langsam beenden. Ich habe genug verquatscht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns den Kesselberg nochmal genauer an. Und wenn wir damit durch sind, gehen wir zurück nach Teak City. Bis dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, wie mit Let's Play Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge. Bye.